Ja, 75 Jahre Velpa ist ein Fest gewesen in Velpa, wo wir anderthalb Jahre vorher schon geplant, gebucht haben. Das heißt Zelt, das heißt Catering, Schulte Stade. Ohne Schulte Stade konnten wir das gar nicht managen bzw. schultern. Catering hätten wir nicht alleine schaffen können. Und es sieht so aus, dass dieses Zelt, was ja auch hier gefilmt wurde, eins der größten Zelte war in ganz Velpa, was es noch nie gegeben hat. Und ich sag mal ganz einfach, dieses Zelt war vorbildlich. Es ist auch gut angekommen. Wir haben, wie gesagt, anderthalb Jahre geplant. Anderthalb Jahre von September voriges Jahr sind wir angefangen, diese Planung zu starten. Sponsoren zu suchen, alle diese Kleinigkeiten, Autos zu beschriften, die Werbung zu machen. Ja, ihr habt ja richtig auf den Busch gehauen. Ne? Man kann ja, ein Taxi habe ich gesehen, die Smart, die rumfuhren mit 75 Jahre Velpa drauf. Wir hatten drei Taxis beschriftet, muss ich auch sagen, hier die Taxizentrale in Velpa hat mitgezogen. Wir hatten drei Privatwagen beschriftet. Ist auch sehr gut angekommen bei der Bevölkerung. Sie wussten alle, was los war. Das waren Arbeiten, die richtig viel Zeit gekostet haben. Und das Zelt, wie gerade schon angesprochen, sehr groß gewesen. Es war gut gefüllt. Wir hatten super Wetter. Welche Gäste waren eigentlich alle da? Gäste waren da vom Landrat bis hin zu dem Fraktionsvorsitzenden der CDU, der SPD, FDP. Die Bürgermeisterin hat sogar eröffnet? Die Bürgermeisterin hat sogar eröffnet. Die Bürgermeisterin hat auch sofort gesagt, ich übernehme die Schirmherrschaft von so einem Fest. Sie war auch sehr begeistert, wo sie dieses Fest gesehen hat. Sowas hat sie in Hattingen auch noch nicht gesehen. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen mit den Programmen. Das war ein einmaliges Programm. Wir hatten einmal eine Feuershow, wir hatten eine Kapelle, wir hatten die Spielmannszüge. Was war noch alles dabei? Es war noch dabei, nicht nur die Spielmannszüge, es war dabei SG Velpa. SG Velpa hat sich sogar bereit erklärt, für diese 80 Leute, die sie gefunden haben, die mit bei diesem Spielmannszug, bei diesem Umzug mit waren, dass sie sogar gesagt haben, wir erstellen uns ein T-Shirt, damit wir einheitlich aussehen. 80 Leute vom SG Velpa waren circa da. Es war sogar dabei das Rote Kreuz, es war sogar dabei DLRG mit zwei Booten, sogar dieses Uli-Boot, was sie hier hatten, haben sie sofort mitgebracht. Also das war schon was Velpa noch nie gesehen hat. Und wir hatten zwei Spielmannszüge, sogar ein Spielmannszug war dabei von Bochum-Weidmar und sind gerne gekommen, haben sofort gesagt, wir machen mit. Diese Tradition war ja mal schon vor Jahren in Velpa. Wo der Supermarkt noch nicht da war, war ja da auf diesem Supermarkt mal ein Aschenplatz. Auf diesem Aschenplatz war eine Kirmes. Und hinten, wo dieses Riesenhochhaus steht, in Anführungsstriche, war ja einmal mal schon vor Jahren ein Festzelt. Und montags waren immer die älteren Herren und die älteren Damen eingeladen. Da haben sie so einen alten Treff gemacht und die sind, denke ich mal, ganz einfach daran erinnert worden und haben gesagt, sowas finden wir ganz toll, dass das wieder zustande gekommen ist. Ja, und dann ein Highlight noch, das war ja nicht nur ein Wochenende, sondern das ging ja die ganze Woche. Es ging ja schon los mit dem Sonntag davor, mit einer Übung auf dem Henrichspark. Richtig, wir haben ja eine Woche Feuer und Flamme. Wir wollten uns ja auch darstellen. Das heißt, darstellen eine Woche vor dem Henrichspark ist es angefangen. Wir waren vor dem Supermarkt bzw. vor der Sparkasse. Wir haben da unsere Übungen gemacht und die sind auch sehr gut angekommen bei der Bevölkerung. Das habe ich gesehen. Also sehr viele Leute auf der Straße, sehr viele Leute am Platz. Eine tolle Übung. Was sagen denn die Berufskollegen zu so einer Aktion? Also ich muss ganz offen und ehrlich sagen, die Berufskollegen oder die Nachbarwehr von Blankenstein ist persönlich zu mir herangetreten, hat mich gratuliert, hat gesagt, super. Also das hätten wir nicht gedacht, dass ihr sowas auf die Beine stellt. 75 Jahre, da stellt sich ja die Frage, was ist in 25 Jahren? Ja, in 25 Jahren werde ich das höchstwahrscheinlich nicht mehr machen können. Wegen dem Alter, aber ich denke mal, dass ich da auch noch mit wirken werde. Also ich sag mal ganz offen und ehrlich eins, ich bin ja etwas bekannt in Velpa und sind einige Leute zu mir herangetreten, haben gesagt, super Fest gewesen, hat uns sehr gefreut und das hat Velpa überhaupt noch nicht gesehen. Schönes Schlusswort, vielen Dank. Ja.